Okay, einer weniger. Herzlich willkommen hier zurück zu Fallout 4. Mein Name ist DadFlintGaming.tv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir sind genau da, wo wir letztens aufgehört haben, nachdem wir den guten Nick Valentine befreit haben. Und ja, was wollen wir heute mal machen? Ich gucke erstmal, was wir hier so zu erledigen hätten. Eventuell an Quests. Wir könnten natürlich die Hauptquest verfolgen. Oder aber ein paar andere kleine Sachen. Und das habe ich eigentlich auch vor. Ich glaube, ich werde erstmal die anderen kleinen Dinger heute erledigen. Aber erstmal, so wie es aussieht, sollten wir erstmal reparieren. Und das machen wir. Warum gehe ich hier wieder raus, ich Idiot? Wo sind wir denn? Wir müssten, da wäre was. Da könnten wir natürlich. Wir gehen nach Sanctuary zurück. Oh, Grognak, the Barbarian. für jede von dir gesammelte Ausgabe von Grognak, der Barbar, erhältst du im Skill Barbar einen zusätzlichen Rang, der deinen Schaden im Nahkampf und waffenlosen Kampf leicht erhöht. Ja, der sieht aber irgendwie eher aus so Richtung He-Man mäßig. Kennt ihr He-Man noch aus den 80ern und 90ern teilweise? Bestimmt, oder? Ich habe die Macht von Grayskull. herrlich damals. So. Dann müssen wir hier mal raus. Geht das? Ja, geht. Wunderbar. Mal reparieren und dann machen wir auf jeden Fall mal ein, zwei kleine Dinger. Ja. Ach ne. Zack, muss man hier bauen. So, was war denn kaputt? Ich glaube so ziemlich alles. Ja. Bitte. Bitte. Bitte das auch. Repariert. Alles klar. Jetzt müssten wir wieder heile sein. So wie ich die Sache sehe. Sehr gut. So, gucken wir mal, ob wir hier was reinmachen können. Mein Inventar. Meine Waffen. Was haben wir denn da? Die Maschinenpistole. Den nehmen wir sowieso nicht. Lagern. Ah, pünktlich zur Aufnahme hat mein Hund nichts anderes zu tun als durch die Gegend zu laufen. So. Auch weg. Der macht 40 Schaden. Das ist aber ein improvisiertes. Das heißt, es ist wieder nicht. Ah, es ist natürlich schade. Sturmgewehr. Gut, Waffen haben wir erledigt. Kleidung, Schutzhelm, Voltanzug. Was ist das hier? Metallrüstung. Oh, nicht so interessant. Hilfsmittel. Diverses. Haarklammern brauchen wir auf jeden Fall. U-Bahn-Marke. Brauchen wir nicht. Verbranntes Buch. Alles, was gedöns ist. Ah, okay. Erstmal alles weg. Uns erstmal komplett leer machen. So. Können wir wieder ein bisschen was tragen? Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Socken. Und wieder rennen. Jetzt schauen wir mal. Gucken wir mal. So, wir nehmen Quartiermeister Rocky Narrows Park. Machen wir das mal. Machen wir den mal weg. Auf Karte zeigen. Nordhagen Beach. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte nämlich dort in Rocky Narrows Park. Flux-Sensor-Technologie. Können wir da schon hinreisen? Nee, also müssten wir Ray Garden Abfallentsorgung. Gehen wir mal dahin.
nettes Gewehr. Die Minutemen traten erstmals 2180 ruhmreich auf den Plan, als sie Diamond City gegen eine Horde Supermutanten verteidigten. Ja, ja, die Minutemen, die sind schon ganz cool, gefallen mir ganz gut. Oh, Ladezeiten heute schön kurz. Was ist das hier? Kind des Todes. Ah, ich glaube, das war dieses, hier war doch noch was, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere, hier war irgend noch was. Ich glaube nämlich... Genau, hier war es hochradioaktiv. Hier war nämlich der Safe. Können wir den schon... Ja, perfekt, den können wir schon aufmachen. Nein. Nein. Stück zurück. Nein, okay, wir wissen. Gucken höher. Nein. Auch nicht. Okay, noch ein Stückchen runter. Auch nicht. Das ist, der braucht aber wirklich. Oh, der ist gut. Na endlich. Ich hoffe, das lohnt sich. Okay, Kronkorken, Schrotflinte, Leichtbau, Kampfrüstung, rechter Arm. Oh, die sieht geil aus. Jawoll. Das sieht doch mal gut aus. Denen hat die Strahlung ganz schön zugesetzt. Oh wir ja. Wir gehen lieber weiter. Du nein, benimmst nein. dich einfach immer anständig, nicht wahr? Bist du immer so neugierig, wenn es um die Motive deiner Reisepartner geht? Nur bei den Partnern, die ich interessant finde. Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Ich meine, schau dir Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören... Oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Oh Mann, geben, was sie wollen, dann hör auf, muss anstrengend sein, wirklich in Gefahr. Aber vorher labert sie uns noch voll, wir sollten hier weg wegen der Strahlung. Echt geil, Ist Diamond City wirklich in Gefahr? Ist ja nicht so, als stünden Raider vor den Toren. Machst du Witze? Es besteht eine sehr reelle Chance, dass die Führung der Stadt von einem Institut Synth infiltriert wurde. Ein Synth, der von einer Organisation kontrolliert wird, die bekanntermaßen jegliche Opposition einfach entführt oder ermordet. Da wären mir Raider vor den Toren definitiv lieber. Die Leute dazu zu bringen, einem zuzuhören, das ist ein Kampf für sich. Okay. Muss anstrengend sein. Hört sich anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Hast du Angst, deine Familie in Gefahr bringen? Wahrheit erzeugt Angst. Ganz deiner Meinung. Oh, ich bin ganz deiner Meinung. Ganz deiner Meinung. Wie beschützt du dich und deine Leute, wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast? Ganz genau. Aber den meisten Leuten ist eine bequeme Lüge lieber. Mir nicht. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf. In einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete... dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Okay, hört sich geil an. Was ist dann passiert? Das mit deinem Vater tut mir leid. Die Wahrheit hat deinen Vater umgebracht.
Diese Leute, das tut mir auf jeden Fall leid, dein Vater. Deinem Vater tut mir leid. Danke. Es war schwer nach seinem Tod, aber ich wusste, dass er für das Gute gestorben war. Das machte es einfacher. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los? Ja, bitte. Ich möchte hier weg. Es ist mir hier noch ein bisschen zu heiß. Wegen der Strahlung. Aber gut, wir haben ja zumindest mal den Safe aufgekriegt. Das finde ich ja schon mal Bombe. Hat sich auf jeden Fall gelohnt für die Knarre. So, warte mal. Hier waren wir raus. Wo wollen wir denn hin? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sind da. Wir wollen aber eigentlich dahin. Das heißt, wir sind eigentlich in die verschauen in ganz verkehrte Richtung. Wir müssen dahin. Auf geht's. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie rauskommen. Hey, na. Sieht nicht freundlich aus. Wo denn? Blödes Vieh. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Ich glaube, Spinne. Scheiße, wie kommen wir denn hier raus? Ich muss ja nicht extra jetzt hier rumlaufen, oder? Das ist ja mal richtig uncool. Doch, tatsächlich. Wir müssen extra hier rumlaufen. Na gut. Rennen wir hier halt rum. So, schauen wir mal. Jetzt müssten wir eigentlich genau richtig laufen. Ja, perfekt. Da wollte ich hin. Und da gehen wir jetzt auch hin. Eventuell packen wir mal die neue Waffe. Waffen, wo ist sie denn? Ja, die ist böse. 60 Schaden. Die packen wir mal Minus und auf das Gleichzeichen. Die 0 kann ich nicht belegen, da liegt meine Kamera drauf. Was ist das hier? Eine rechtmäßige Herrschaft. Killergun. Krasse Gun. 10 mm. Ja, packen wir da drauf, ne? Weil die andere benutzen wir eh nicht. So. HP. Wäre auch interessant, mal sich was reinzupfeifen. So. Knall das mal rein. Wo ist es denn? Haben wir kein Zeugs mehr? Stress Stimpack. Müsste eigentlich nach oben gehen. Genau. Gut so. Alles klar. So. Schauen wir mal, wo der Typ hier ist. Ah, da. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Das ist ja geil. Da ist er doch. Das war ja easy. Wenn das alles war. Boah, schöne Patronen. Super. Panzerbrechen. 10 mm. Die nehmen wir mal mit. Das war alles? Das war ja dann easy going. Auf jeden Fall ist hier gut Radioaktivität. Das war euer letzter Kill. Oh. Das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Okay, krass. Krasser Bär. Nur ein paar Häuser. Gucken wir mal rein, ob hier irgendwas noch zu holen ist. Und dann machen wir uns auf zum nächsten Ziel. Damit wir ein paar kleinere Ziele hier abarbeiten. Ah, ein Koffer. Scheißding nervt. Nicht schlecht, die Knarre. Nicht schlecht. Hat natürlich eine scheiß Reichweite, weil es... War das alles? Wo denn? Ja, wo bist du denn? Ja, auf den Kopf, bitte. Hat aber noch nicht so viel Bums. Muss man sagen. Hat noch nicht so viel Bums. Aber daran können wir ja arbeiten. Ich will ja nur hier Klemmbrett, Leiche. Na komm, nehmen wir es mit. Ist hier noch irgendwas?
Ah, Cram. Gut, ansonsten scheint hier nichts wirklich weiter zu sein. Auf zum nächsten Ziel. Okay. Nordhagen Beach. Den haben wir erledigt. Der Weg zur Freiheit, Freedom Trail, den Gefallen erwidern. Sunshine Tidings Kooperative. Okay, schauen wir mal, wo das hier ist. Ah, wir sind hier. Boah, das ist... eine ganze Menge. Ansonsten hätten wir da unten noch. Das liegt ja ganz am Arsch der Welt. Na gut. Also, laufen. Auf geht's. So. Gucken wir mal, wo es denn hier lang geht, ne? Gucken. Ja, sehr gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Wege. Da sind lauter Kühe oder sowas. Oder was ist das hier? Was war das? Ach komm, verballer doch nicht deine Munition. Hyper. Jetzt hat die blöde Kuh das Vieh abgeknallt. Brauchst du doch nicht. Sind sie weg? Die tun mir doch nichts. So, wie sieht's aus? Genau in die andere Richtung, also in die Richtung. Wir sind hier nicht allein, Blue. Das weiß ich. Oh, da oben. Treffen wir den? Nein, den treffen wir nicht. Den treffen wir nicht. Okay, einer weniger. Komm. Schissen zu treffen, ganz ehrlich. Die Eier da oben rum. Patrone. Die ballern mir gut rein. Sauber, den hat es erledigt. Beziehungsweise die Alte hat es erledigt. Komm. Komm, zeig dich. Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Naja, wirklich. Ja, wirklich nicht gewusst. Kronkorken. Oh, Fusionszelle, Stimpack nehmen wir mit. Laserpistole nehmen wir auch mit. Tarnmuster heißt du. Jetzt will ich doch mal da oben gucken. Warum die hier so erpicht drauf waren, das zu verteidigen. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja noch was Cooles. Ja, hier haben sie... ganz nett. Aber wo wollten wir hin? Wir wollten ja dahin, ne? Okay. Also gehen wir weiter hier lang. Da unten ist eine Explosion gewesen. K.
krasse Konstruktion. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ich sehe dich. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Ja, Spinne. Okay, da kommt man so gar nicht hoch, wie es aussieht. Haben wir hier noch was? Ja, eine Kiste ist hier zumindest. Und noch eine Kiste. Näher ran. Alter Bus oder sowas. Ansonsten können wir hier pennen, aber das ist ja auch nicht so interessant. Ja, auf jeden Fall Geballerer. Oh, okay. Hier geht's nicht runter. Doch nur hier weg. Liebe Leute von heute. Ich will doch nur hier runter. Will doch nur hier runter. Na, da kommen wir vielleicht runter. Gucken wir mal. Zumindest ist unsere Rüstung noch gut heile. Übergang. Oh. Komm schon, wir müssen das nicht tun. Oh, wow, 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 wow. Granate. Scheiß Typen. Wollten das aber wissen. Okay, Patrone, Cocktail. Kann ich etwas für dich tragen? Naja. Gleich, wir kommen gleich drauf zurück. Noch ist alles im grünen Bereich. Die haben sich hier einen richtigen kleinen Außenposten gebaut, die Säcke. Aber. So, dann macht ihr mal alle. Bam! Kleine Säcke. So, hier ist nichts wirklich Interessantes. So, wo wollen wir denn hin? Wir wollten ja eigentlich jetzt wirklich mal da hinten hin. Da will ich jetzt auch wirklich hin. Los. Auf geht's. Und von mir aus renne ich auch mitten hier durch die Botanik. Wallenpond. Waldenpond. Wallenpoint. Oh Mann. Sieht auf jeden Fall nicht sehr gesund aus hier, die Brühe. Sag ich mal. Ich höre doch schon wieder was. Ich höre was. Karte. Wir sind noch nicht da. Aber wir sollten da eventuell mal reingucken. Winterjacke und Jeans. Mhm. Winterjacke und Jeans. Die Tür ist zumindest. Der Typ, dem das hier gehörte, hat ein Buch über Ungehorsam gegen den Staat geschrieben. Wirklich. Was haben wir denn hier? Mondforken. Okay, das war eine Mine. Das war eine Mine. Sieht so aus, als ob das mal hier ein alter kleiner Verkaufsmarkt war. Art Supermarkt oder sowas. Koffer. Verschlüsselt ist immer gut. So. Okay. Bisschen höher. Passt. Das Ebola. Eine Militäruniform. Super. Und deswegen verschwende ich eine Haarklammer. Die mussten ja scheinbar wirklich alles aufheben.
Sieht aus, ey, wie auf einer Müllhalde. Ja, wir haben ein bisschen Gas. Müssen ja gleich da sein. Sehr gut, bin gleich da. Uiuiui, was soll man denn hier eigentlich machen? Sunshine. Nehme ein Sunshine Tiding Kooperative. Okay. Machen wir. Das heißt, wir sollen hier wahrscheinlich alles ausräuchern, was hier so rumeiert. Blümchen sind immer gut. Okay, sieht übel aus. Man vergisst leicht, dass es Orte wie diesen gibt. Das ist eine Kochstation. Arme, dreckige Ghule. Na komm. Noch immer in einem Stück. Okay, die sind hier, ne? Schon wieder irgendwas hier gehört. Bürgermeister McDonough hat alle Ghule aus Diamond City vertrieben. Ich frage mich, ob die alle hierher gekommen sind. Ofenhandschuhe, Kühlschrank. Piper, wo bist du? Achso, wir können es noch nicht nutzen. Wo ist Piper? Ich wollte doch nicht aus der Rüstung raus. Ach, das ist doch so scheiße. Wieder rein. Ah, ich wollte doch nicht hier rein. Piper. Hey. Was gibt's denn zu tun? Ein Handel, bitte. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Genau, wir wollen dir etwas geben. Militäruniform und ein bisschen Schrott. Bitte? Genau. So, ein bisschen leichter. Kurz nachladen. Da vorne ist auf jeden Fall was. So eine Art Holzhütte oder sowas. Ach, ein Plumpsklo. Ein Scheißhaus. Ein Scheißhaus. So, gehen wir mal hier in das Häuschen hier rein. Free the Robots. Bist du Feind oder Freund? Professor Goodfells, halt. Bleib hier! Abgefahren. Bleib hier! Groovy. Reden! Oh Mann, Groovy! Hier drin ist es plötzlich verdammt still. Ja, das gefällt mir auch nicht so ganz. Ist ein bisschen zu still. Terminal. Versuchen was? Passwort erforderlich, natürlich. Ah, ich liebe es. I love it. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie. Zack, zack. Und das, obwohl wir schon einen besseren Skill haben. Klammer, Klammer, Klammer. Irgendwo muss aber sein. Nein. Falscheintrag entfernen. Sehr gut. Sehr, sehr schön.
Da. Falscheintrag entfernt. Sehr gut. Das ist alles. Nur die zwei. Halt, da ist auch noch was. Falscheintrag wieder. Gut. Verdammt, das ist doof. So. Okay, ich glaube, wir probieren es mal. Ja, machen wir mal das hier. Ein Treffer. Tja, das könnte ja eigentlich das L sein. Oder das A, so wie ich das sehe. Null Treffer. Okay, jetzt wird es interessant. Orbit. Null Treffer. Oh. Ja, war mir klar. Ist mir egal. Ich habe dazu nicht wirklich Bock, da irgendwelche Dinger hier zu knacken. Wenn es nicht absolut nötig ist. Machen wir es anders. Ich bin immer dafür, rumzuballern. Seit wann? Das war's dann wohl für dich. Wiedersehen. Scheiß Kakerlake. Ich glaube, Spinne. Eigentlich sollen wir ja hier säubern, hat er gesagt, ne? Aber ich sehe hier kaum Gegner. Deswegen irritiert mich das alles ein bisschen. Es sei denn... Klebeband, Patroner. Es sei denn, in dieser Anlage da irgendwo ist noch was. Gucken wir mal, was hier drin ist, in diesem komischen... Schlag, Natur ist immer gut. Du machst wohl Witze. Ah, ein Raider. Alles klar. Komm. Ey, vier Schuss, kein einziger Treffer. Ich glaub's ja nicht. Wo ist er denn? Ja? Sonst verkommt das alles ja nur. Kleine, blöde Raider. Na, warte mal, ich guck mal kurz auf Karte. Säubere Sunshine Tidings Kooperative. Das heißt, wir müssen eigentlich zurück. Nämlich wieder hoch. Das heißt, irgendwo muss es hier noch was geben. Sehe kaum noch Munition. Oh, eigentlich. Tja, wie soll ich es denn säubern? Ah, da wird mir was angezeigt. Mach Ruf hier. Wir wollen hier einfach nur reden. Pass auf deine Gliedmaßen auf, Blue. Wilde Gule. Ach Gottchen. Bau und aktiviere eine Rekrutierungsstation. Aha. Okay. Kümmern wir uns gleich drum, wenn ich erstmal hier Scharfschützengewehr. Wir nehmen es mal mit. Verdammt nochmal, ja. Jawohl. Getötete Tiere bringen dir dauerhaft zusätzlich Essen ein. Finde ich gut. Hirnpilz. Psycho. Okay. Baue und mache eine Rekrutierungsstation. Alles klar. Nochmal kurz gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Alles klar. Das war ja mit V. Oder auch nicht. Wie war denn das jetzt? Irgendwie war es doch.
war denn das? Scheiße, wie war denn das mit dem Bauen? Zu lange her? Boah. Ich bin der Meinung, es war wirklich mit V. Scheiße, wie war denn das jetzt? Ich würde ja hier gerne bauen jetzt irgendwie. Aber ich glaube, ich habe sowieso nicht so viel Mats dabei, um irgendwie was zu bauen. Könnte höchstens das Holz hier wegruppen. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht können wir hier noch was zerlegen. Wie war denn das? Wie war denn das? Muss ich aussteigen? Ich muss doch glatt mal gucken. Gameplay. Nee, das war Blödsinn. Steuerung, Angriff, Schlag, Nachladen, Watts, Schleichen, Laufen, Favoriten. Verdammt nochmal, wie war denn das? Ich weiß es echt nicht mehr, wie das ging. Okay. Wie war denn das? Komm, wir steigen erstmal aus. Wir steigen erstmal aus, sind kurz total überladen. So kommen wir nur ins Dings rein. Das ist das Problem, wenn man länger nichts baut. Mann. Kommt irgendwie total raus. Echt. Nee, das ist... Wartet mal. Werkstatt, ne? Ich glaube, wir müssen an die Werkstatt gehen. Und wenn ich mich nicht irre, gehen wir mal an die Werkstatt. Die hatte ich hier auch schon gesehen. Nämlich irgendwie dort drüben, wenn ich mich nicht irre. Genau. Jetzt haben wir es. So, Möbel. Schutz, Ressourcen, Läden, Herstellung. Nee. Auch nicht. Ressourcen. Eventuell unter... Scheiße, wo war denn das jetzt? Energie? Energie sonstiges. Aktiver Lautsprecher. Whoa, man. Groovy. Scheiße, wo war denn das jetzt? Ressourcen, nee. Abgefahren. Irgendwo war es doch. Benötigt. Terminal, Leuchtkasten, tiefer Lautsprecher. Abgefahren. Ah, okay. Sag ich doch, dass es mit V ist. Das ist es allerdings nicht. Wo war es denn? Schutz. Ressourcen. Sonstiges. Plünderstation. Glocke. Sirene. Ja, wo war es denn? Sag mal, Leute, bin ich jetzt bescheuert? Bin ich jetzt zu bescheuert, das zu finden? Dekoration, Möbel, Strukturen. Nee. Das ist es nicht. Fertighäuser, Wände, auch nicht. Möbel? Dekoration. Whoa,
Mann. Energie. Ein Generator. Den brauchen wir sowieso. Tab abbrechen. Und jetzt müssen wir nur noch das Teil finden. Wachposten, Geschützturme, Pfeilen. Tesla-Bogen. Nee, es ist auch nicht. Wachturm auch nicht. Verdammt nochmal, es gibt's doch nicht. Ressourcen, Wasser, Essen, Sonstiges. Glocke, Sirene. Plünderstation. Läden. Ich bin echt zu doof, um das zu finden, ganz ehrlich. Unglaublich. Ah, das lässt mir jetzt wieder keine Ruhe. Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Eine Sendestation zu bauen, um neue Siedler anzulocken. Ja, und wie geht das? Nochmal, es ist ja zum Kotzen. Zusammenfassung anzeigen. Ich könnte... Das ist doch schon wieder... Große Kacke. Oh Mann, groovy. Ich will doch nur eine Sendestation, dann lass mich kommen. Lass mich da mal hin. Betten, Schutz, Moral, alles super. Abgefahren. Strukturen. Teil, Zäune, sonstiges. Stachelpfahl. Oh Mann, groovy. Gibt's doch gar nicht. Ich habe jetzt alles durchgegangen. Generatoren, Stecker und Schalter, Energie. Eingeschalter, Schalter, Druckplatte, Laserstrahlennetz. Ist ja alles toll, was man so bauen kann, aber das ist nicht das, was ich brauche. Licht, Blaulicht, Disco-Kugel. Abgefahren. Rekrutierungsleitstrahl. Boah, ey. Energie, sonstiges. Meine Fresse. V. Energie. Sonstiges. Okay, ja, ich würde es gern bauen. Ah, mir fehlt Kupfer und Keramik. Nein. Kupfer und Keramik. Mir irgendwas auseinandernehmen. Verwerten. Ja. Verwerten. Beton. Bitte. Badewanne. Keramik, sehr gut. Es fehlt uns nur noch Kupfer. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo kupfertechnisch was finden. Damit wir zumindest das hier noch fertig machen können. Schau mal, ob wir hier noch irgendwie kupfertechnisch was finden könnten. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, V. Verwerten, Stahl, Gummi, Stahl, Asbest, Stahl, Asbest. Ja, verwerten, Holz, Holz. Super, dass wir alles hier aus Holz haben. Aber ich brauche Kupfer. Brauche nochmal Kupfer, bitte.
Gummi, Stahl. Super. Gibt's hier nichts irgendwie mit... Ich habe nämlich jetzt nicht unbedingt so Lust, nach Hause zu eiern, um mir da extra was zu holen. Oh, versperrte Tür haben wir hier noch. Ups. Nun lol. Ja. Geschickt gemacht. OP-Tablett, Knochensäge. Right away. Stimpack, immer gut. Aber nicht das, was ich brauche. Aber ich glaube, das da ist Kupfer, ne? Nee, auch nicht. Scheiße. Scheiße. Wieder kein Kupfer. Was ist das hier? Kaputte Lampe. Eventuell das? Kupfer. Gott sei Dank. Jetzt könnten wir eventuell... Quatsch. Nein. Nehmen. Wie sieht das hier aus? Kupfer, Kupfer, abgenutztes Klemmbrett. Ist da? Backstein. Hier ist nicht wirklich was. Knochensäge. Nehmen wir mal mit. So, jetzt gucken wir mal. Quatsch. Generatoren, sonstiges. Jawohl. Genug Mats. Genug Mats. So. Auf geht's zu unserem kleinen Generator. Wahnsinn, 47 Minuten und dabei wollte ich nur ein, zwei Questies machen. Okay. Soll halt etwas komplizierter werden. So, Rekrutierungsleitstrahl. Gut, jetzt müssen wir das Ganze nur noch... wie war das? Verwerten, ne? Wie war denn das? Auswählen. Platzieren. Okay. Nee. Und jetzt brauchen wir noch einen Energiepylon, ne? Wenn ich mich nicht irre. Stecker und Schalter. Energiepylon und jetzt fehlt uns wieder etwas. Wieder Kupfer, wieder Keramik. Oh, es ist doch zu kotzen. Scheiße. Okay, egal. Darum kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Oder ich mache das mal Skrell vor allen Dingen. Schnell offscreen. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht bei meinem Let's Play dazu. Fallout 4. Denkt ans Däumchen. Denkt an... nicht nur ans Däumchen, auch an Comments natürlich. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und natürlich über Abos sowieso. Das wisst ihr ja. Ansonsten, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Macht's gut, euer Advanced Gaming.tv. Bye bye!